Das heißt, wir werden versuchen, dass wir eine Amplitude hier zwischen ran bekommen, so ein Orbit. Ja, und dann machen wir dann dort den Angleich. Das ist okay, das können wir so machen. Gut, das muss ich aber nicht so brennen. Das mache ich ohne Not. Das heißt, wir machen nun das SRS an, gehen einmal auf Retrograde. Das mache ich manuell. Dafür brauche ich keine Manövernot. Wir sind ja mittlerweile fast Profis, aber auch nur fast. Okay, schön mal einschwanken lassen. Danke sehr. Und, na, kriegst du nicht oder willst du nicht? Musst du nur sagen. So, brenn mal. So, und jetzt seht ihr, wie hier das schöne Ding nach innen geht. Irgendwie hätte ich jetzt hier noch mal ein Income zu Dress. Das ist nicht so schön. Es ist überhaupt nicht schön, dass ich hier noch mein Income to Dress habe. Wieso habe ich dann Income to Dress? Wir gucken uns das gleich an. Ich werde erst noch mal so runterbrennen, wenn der Income to Dress nicht besser wird, dann werde ich definitiv noch mal anders agieren müssen. Das sieht gerade sehr spannend aus. Wir lassen uns überraschen. Denke, wir sind noch zu nah an Dress dran. Ne? Es ist. Wir machen die Brennung erstmal durch. Wir gucken es. Wir gucken es gleich an. Wobei mittlerweile müssten wir so viel Speed gegenüber von Dress haben, dass wir eigentlich gar kein Income kriegen dürften. Also ja, merkwürdig. Ja, merkwürdig. Aha. Was ist jetzt? Jetzt sind wir im Dress-Bezugssystem wieder. Das kann nicht wahr sein. Schauen wir uns das mal an. Wo ist denn Dress? Wir rasen an ihnen vorbei. Das ist toll. Gut. Schön, dass wir an ihnen vorbeirasen. Na, ein bisschen weiter. Okay. So, dann wieder Retrogate. Das ist ein Witz hier, oder was? Okay. Gib ihn eins. Danke. So, er baut weiter ab. Wunderbar. Ich habe dir gefolgt. Danke sehr. Herzlich willkommen im Club sozusagen, ja? Okay, es läuft weiter runter. Ist ja mal sehr schön. Wie viel Fuel haben wir noch? Fuel arbeitet. Ach, wir brauchen deshalb. Ach, wir sind ja noch gedrosselt. Ich trottel. Ja, jetzt geht's auch richtig ein. Ich bin hier mit gedrosseltem Triebwerk. Alter Falter, wir hätten das schon viel schneller runterbrennen können. Naja, manchmal bin ich auch ein bisschen verpeilt, hahaha. Manchmal ist gut. Aber jetzt geht's. Gedrosselten Triebwerk, ey. Da kann das auch nichts mehr mit dem Manöver, dann dauert das ja ewig, ja? Wunderbar.
So, gleich haben wir's. Und 3, 2, 1, bam. Na, ein bisschen noch, wa? Ja. Bisschen noch. Ein bisschen. Und bis dahin. Danke sehr. Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt möchte ich bis dahin warpen. Das ist jetzt ein Jahr und 92 Tage. Das nennt man Zeit. Ein Jahr, 92 Tage. Halt, bevor ich da so weit warpe, möchte ich gerne noch was machen. Du darfst noch mal den Schlumpf einschmeißen. So, Fuel läuft. Da sieht man, wie viel Zeit vergeht, bis so ein bisschen Fuel generiert wird. So. Gehen wir mal raus aus dem Warp. SRS möchte ich auch gerne aushaben, danke. Und dann mal shutdownen und dann geht's wieder raus auf die Karte. Und dann nochmal Warp hierher, danke. So muss das sein, ne? Immer diese Sonntagsfahrer. Drossel. Flieger, genau. Nee, Fahrer ist richtig. Fahrer ist doch Raumfahrt. Also von daher ist es korrekt. Ne? Das passt schon, ne? Mit angezogener Handbremse einmal gefahren hier, ne? Das muss man mal bringen, ne? Wir wollten Sprit sparen. Das nennt man Öko-Fahrt in der Raumfahrt, ne? Wir denken ja so ein bisschen an die Natur. Ne? Muss man ja auch mal so sehen. Also, ne? Nicht, dass wir hier die ganze Abgase irgendwo hinjagen, ne? Muss ja nicht sein. Wo, warum war die Energie gerade kurz unten? Immer wenn ich so scrolle, guck mal, wenn ich so scrolle, geht die Energie immer kurz runter. Das ist ein interessanter Effekt. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber das ist ein interessanter Effekt. Das hat was. Weiß jetzt zwar nicht, was es hat, aber irgendwas hat's. Also irgendwas hat es immer. Also, ne? Mann. Los, du kleine Drohne, mach hinne. Du hast noch. Wie viele Tage hast du denn noch? 64 Tage, 60, 50 Tage. Na, jetzt sind so Zeiträume, die kann man sich schon eher vorstellen. Jetzt ist noch ein Monat. Jetzt sind 2 Wochen. Jetzt ist noch ein paar Tage, jetzt gibt es ein paar Stunden und das sind immer so Momente, wo man dann sagt, ja, jetzt kann ich mir das schon ein bisschen realistisch vorstellen, so vom Zeitablauf. Ne? So, jetzt will ich aber nochmal in den Warp reingehen. So, ein bisschen noch, das mache ich jetzt nochmal manuell. Und die erste Brennung, die wir jetzt machen, das ist wieder eine Retrograde-Brennung. Das heißt, wir gehen mal SAS an, gehen einmal Retrograde. Ja. Die Weltraumflora muss geschützt werden. Genau die ist es, die Weltraumflora. Also ich weiß ja nicht, ob unter euch so Elite-Spieler sind. Das gibt ja... Ah nicht, das, bei Elite war das nicht. Das war hier bei X, genau, im X-Universum. Da gibt es sogenannte Raumkraut. Geht schon mal, ich meine, Raumkraut. Und dann gibt es davon Raumsprit und da kann man auch rauchen. Raumkraut, also wie gesagt, ist schon so eine Sache. Okay, so, jetzt brennen wir mal die Seite runter. Sehr schön. Nuddel. So muss das sein. Und gib ihn eins. Schön sauber runterarbeiten hier. Immer mit einem Blick auf die Fuel-Anzeige. Und das brennen wir jetzt so, dass wir auch hier wieder so schön auf der Hälfte sind. Also da, wo ich gerade mit dem Mauszeiger hinzeige. Dann sind wir in einer etwas höheren Amplitude als unser Ziel. Und dann haben wir einen schönen Näherungsvektor. Das passt schon ganz gut dann. Kriegen wir schon sauber hin, ne? Und danach kommt noch Moho. Moho. Ja. Yeah.
Der ist schon so braun wie eine Kaffeebohne. Oh, jetzt krieg ich wieder Appetit auf Kaffee. Ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so bestellt ist. Trinkt ihr gerne Kaffee? Mögt ihr auch Kaffee? Also ich finde ja Rauch, Kaffee immer ganz toll. Raumkraut macht gleichgültig. Hast du das schon ausprobiert, ist das Freak? Oder warum weißt du das so genau? Also das ist echt mal hier so eine Frage hier. Also es ist ja schon mal empirische Datenerhebung hier. Ich bin schlimmer als Google. Wisst ihr das, ne? Alles, was ich immer in Erfahrung gebracht habe, das bleibt für die nächsten 80 Billiarden Jahre gespeichert. Ja? Wie ist das? Oh, Brennung läuft. Ach du Schande. Ich glaube, der Fuel. Der Fuel macht uns ein Problem, Morse. Na, das wird klappen. Ah, das klappt doch, das klappt, das klappt. Das klappt's. Und wie das klappt, das muss klappen. Ja. Aha. Ich trinke fast nur Kaffee und dann noch ein Jahr mit den Augenzwinkern. Ich verstehe schon. Ja? So, ah, ich sehe schon. Gut, wir werden den mal so lassen, den, das Teil. Jetzt brauchen wir definitiv erstmal wieder Fuel. Es ist sehr ungünstig, dass mich das mit dem Fuel an dieser Stelle jetzt so erwischt. Activate Generator. Ach, es geht. So, einmal hoch mit dem Fuel. Und die Sache ist geritzt. Wie wir Emos so sagen. Ja, kennt ihr Emos? Das sind jetzt nicht diese Vögel wie der Strauß oder sowas oder Kakadu oder das Hühnchen. Nee, Emus ist wieder was anderes. Ne? Okay, das haben wir. Das nächste, was wir machen, das ist immer das ganz wichtige Thema Angleichen der Ebene. Jetzt sieht man ja, dass diese blaue Ebene hier von meinem Gefährt noch nicht angeglichen ist an die grüne Ebene, wo wir hinwollen. Und zwar die Ebene von Eve. Und ich sehe, danach müssen wir noch eine Ebenenangleichung. Ich habe jetzt nur noch Ebenenangleichung, ist der Hammer. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache das manuell oder ich mache das fachlich richtig. Ich werde dieses Mal als fachlich richtig machen. Das heißt, ich werde hier hinklicken mit der Mauszeiger, um an dieser Descending Node, so nennt sich das hier Ganze, ein Manöver setzen. Und dann haben wir hier diese lila Reiter. Und wenn man an den lila Reiter zieht und zieht und zieht, dann kommen wir langsam an einen Punkt an, wo dieses Weiße hier, diese weiße geriffelte Linie anfängt zu wandern. Und die ziehen wir jetzt so lange, dass wir den Halbkreis einmal bis zur Hälfte kommen. Warte mal, ich zeig euch, was ich meine. Dann wisst ihr, was ich meine. Oh Gott. So, das Rest mache ich da mit dem Mausrad. Okay. So. Ne? Da. Dieses meine ich. Das geht noch ein bisschen mehr. 2-3 Gramm geht noch. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ein bisschen geht noch. Da will ich ein bisschen pingelig sein. Okay. Immer noch. Boah, das ist noch eine ganze Menge. Ja, noch ein bisschen. Ja, so. Also, das sieht dann folgendermaßen aus, dass man diese beiden, wenn hier eine gedachte Linie ist, das so auf 90 Grad, ist zwar noch nicht ganz perfekt, ich werde nochmal machen. Jetzt will ich es wissen, ne? So, ja, so. Also, wenn hier eine Linie durchgeht, die geht ja gedachterweise durch. Ne? Zwischen der Descending und der Ascending Node. Wenn die hier so schön durchgeht, das wären dann 0 Grad. Dann hat man auf 90 Grad im Idealfall dann die hier stehen. Das ist die Manövernode. Und wenn wir jetzt schön sauber brennen, mal sehen, wie viel da rausgeht. Das ist fast ein Tausender. Dann sollte folgendes sein, dass wir dann sehr schön in diese Bahn hineinkommen. Ist dann super schön angeglichen. Das nennt man dann Manöver.